Ist jetzt 3 nach 10. Und ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Ich teile mal meinen Bildschirm. Wir stellen uns dann gleich auch noch mal kurz vor. Ja, herzlich willkommen wir im heutigen Workshop. Hier geht es um ClickSense für Anfänger, also für Leute, die jetzt noch keine Erfahrung mit ClickSense haben, um mal ClickSense kennenzulernen und eine erste Applikation zu erstellen. Wir stellen uns kurz vor. Mein Name ist Helga Wandel. Ich bin Senior Solution Architect bei Click und seit 4 Jahren bei Click. Matthias und Sandra, stellt ihr euch bitte auch noch kurz vor? Ladies first. Ja, danke. Genau, Sandra Besler, mein Name. Ich bin hier im Dachteam für das Marketing zuständig und ja, supporte quasi heute eher von der organisatorischen Seite. Habe keinen aktiven Part, wünsche aber von unserer Seite, von Click und von mir viel Erfolg für den heutigen Workshop. Mein Name ist Matthias Anders. Ich bin bei Click in Dach Manager für die deutschen Solution Architects. Bin jetzt seit fast 10 Jahren mit dabei. Und freue mich heute im Hintergrund unterstützend tätig zu sein für diejenigen, die Fragen haben oder vielleicht technisch an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommen. Die können mich gerne direkt anchatten. Ich werde den Chat immer beobachten und versuchen dort auszuhelfen, wo es möglich ist. Und wünsche viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und ich werde Sie heute hier durch den Workshop führen. Wichtig ist, dass halt das Ganze ist interaktiv. Das heißt, Sie sollen selber hands-on Übungen machen und selber eine eigene Applikation erstellen. Voraussetzung für den Workshop ist, dass Sie die Registrierung für den Workshop Tenant durchgeführt haben. Ich glaube, das haben jetzt alle schon gemacht. Sollte das jemand noch nicht gemacht haben, dann bitte noch der Anleitung in Kapitel 1 des Handouts folgen, wo das nochmal beschrieben ist. Und das Ziel des Workshops ist, dass Sie mit ClickSense in der Cloud- und SaaS-Umgebung vertraut sind und eine erste eigene ClickSense-App fertig erstellt haben. Der grundsätzliche Ablauf sieht so aus, dass ich zunächst immer die Lab-Inhalte vorführen werde. Das heißt, da gucken Sie zu und anschließend bekommen Sie dann eben eine gewisse Zeit, um diese Lab-Übungen selber durchzuführen, gemäß der Anleitung. Das sind jetzt das PDF mit insgesamt 80 Seiten. Das hört sich jetzt viel an, ist aber letztendlich nicht so viel Text, weil einfach die Screenshots, die zeigen, wo man klicken muss, immer natürlich viel Platz einnehmen. So, der Inhalt sieht so aus, dass wir insgesamt 6 Labs haben. Das erste Lab-Kapitel, das sind Kapitel 2 und 3 in dem Handout. Da geht es darum, Einführung in den ClickSense Hub und wie arbeitet man mit ClickSense Apps als Endanwender. Das zweite Lab ist Kapitel 4. Da geht es darum, ein Datenmodell zu erstellen und Daten zu laden anhand einer Excel-Datenquelle. Und in Lab Nummer 3 lernen Sie den Insight Advisor kennen, was das ist, werden wir nachher sehen, und wie man generell in ClickSense im Editiermodus arbeitet. In Lab Nummer 4, dem Kapitel 7, werden Sie das Thema Master-Elemente kennenlernen. Und das Wichtigste ist eigentlich das Lab Nummer 5 in Kapitel 8, wie erstelle ich ein eigenes Dashboard? Und wenn am Ende noch Zeit ist, optional können Sie auch noch das Lab Nummer 6 machen, was in Kapitel 9 beschrieben ist. Wichtig ist, dass bei allen Labs mit Ausnahme von Kapitel 4, also Lab 2, ist es nicht so schlimm, wenn Sie am Ende zeitlich nicht ganz durchgekommen sind, weil die Labs nicht aufeinander aufbauen. Einzig und allein bei Lab Nummer 2, dem Kapitel 4, Datenmodell, ist es wichtig, dass Sie am Ende das Ergebnis haben, weil der Rest dann darauf aufbaut. So, das heißt, da wäre dann auch das, wo wir auf jeden Fall warten, bis alle fertig sind, damit dann auch alle hinterher das Ergebnis haben. Dann noch ein bisschen Housekeeping. Sie sind alle stumm geschaltet, aber wenn Sie eine Frage haben, wenn etwas nicht so funktioniert wie in der Anleitung beschrieben, wir haben uns große Mühe gegeben, weil den Handout haben wir auch getestet, ob das so alles hinhaut. Sollte da etwas nicht so funktionieren wie die Anleitung beschrieben, Sie etwas nicht verstehen oder Sie brauchen Hilfe, dann verwenden Sie die Chat-Funktion. Unten ist so eine Leiste in Zoom, wo man da chatten kann. Dann chatten Sie bitte Matthias Anders an und er wird Ihnen dann helfen. Und wenn Sie mit einem Lab fertig sind, dass wir wissen, ob auch alle durch sind, dann nutzen Sie unten die Ja-Funktion. Unten rechts ist in dieser Leiste gibt es so einen Button mit Reaktionen und da gibt es dann einmal Ja und da drücken Sie drauf, wenn Sie fertig sind mit einem Lab. Dann ein Hinweis, wir haben hier eben einen Cloud-Tenant und Sie dürfen
keine eigenen Dateien in den Tenant hochladen aus Datenschutzgründen. Und der Tenant wird Ihnen heute noch für den Rest des Tages zur Verfügung stehen. Das heißt, da können Sie danach noch ein bisschen mit rumspielen, aber danach ist der Zugang dann nicht mehr möglich. So, dann legen wir jetzt auch schon los und ich wechsle jetzt in den Cloud-Tenant. Also Sie brauchen das jetzt hier währenddessen noch nicht mitzumachen, sondern gucken einfach zu und hinterher können Sie das dann anhand der Anleitung dann nachmachen. So, jetzt müssen wir nochmal die Seite neu laden. Kurze Frage noch an meine Kollegin. Wenn jetzt jemand das Handout noch nicht erhalten hat, können wir das nochmal hier irgendwie über Dateien zur Verfügung stellen oder nochmal eine Erinnerungs-E-Mail verschicken? Ja, ich schaue gerade mal, ob ich das in den Chat posten kann. Ich glaube nicht. Ansonsten vielleicht der Frau Germann nochmal einmal direkt zu schicken. So, irgendwie. Jetzt. Naja, wir haben Antennen drin. So, wenn Sie sich hier in diesen Cloud-Tenant eingeloggt haben, dann sehen Sie eine Ansicht, die so ähnlich aussieht wie die, die wir hier sehen. Und das ist der Cloud Hub. Also das ist das Portal, mit dem wir hier arbeiten. Und hier gibt es in diesem Welcome-Screen gibt es so ein paar Inhalte, mit denen Sie sich vertraut machen können. Also zum Beispiel Verlinkung von Hilfe oder eine Demo. Das können Sie auch ausblenden, wenn Sie das nicht sehen wollen. Ich muss hier sagen, dass wenn Sie sich initial in den Hub einloggen, dann ist die Oberfläche erstmal auf Englisch. Sie können das auf Deutsch umstellen, aber damit es einfacher ist, würde ich Ihnen raten, dass Sie den Hub auf Englisch lassen, weil auch alle Screenshots in der englischen Version erstellt wurden. So, ansonsten sehen Sie hier unten dann den Zugriff auf Ihre Inhalte, also zum Beispiel Applikationen oder die Datenquellen, auf die Sie Zugriff haben. So, und wenn Sie jetzt nach Inhalten suchen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können hier zum einen die Suchfunktion nutzen. Also wenn ich hier zum Beispiel mal das Wort Sales eingebe, dann finden wir hier zwei Applikationen, die hier auf die das zutrifft. Die haben hier das Wort Sales im Namen. Ich kann aber auch die Explore-Funktion nutzen und bekomme dann eben Zugriff auf die Inhalte. Und dann sehen wir hier, die Inhalte sind in sogenannten Spaces organisiert. Also Spaces, das sind so eine Art Ordner, in denen die Inhalte organisiert sind und auf denen ist auch das Berechtigungskonzept definiert. Sie haben einen Personal Space, da sind nur Sie drauf berechtigt. Irgendwo ist noch ein bisschen Hintergrundgeräusch. Vielleicht kann der oder diejenige sich noch stumm schalten. Das war wahrscheinlich ich, sorry. Ja. Sie haben hier einen Personal Space, da können Sie drauf arbeiten und da hat niemand sonst drauf Zugriff. Dann gibt es einen sogenannten Shared Space, auf den haben alle Workshop-Teilnehmer Zugriff und Shared Spaces dienen der Collaboration an Applikationen, an denen man gemeinsam arbeitet. Wir werden nachher in diesem Shared Space arbeiten, das heißt, Sie legen Ihre Applikation im Shared Space an, weil dort auch die Datenquelle sich befindet. In dem Personal Space haben Sie aufgrund des Berechtigungskonzepts keinen Zugriff auf diese Datenquelle. So, und dann gibt es einen sogenannten Managed Space. Dieser dient dem Konsumieren von Applikationen, die in diesen Space veröffentlicht wurden. Also das heißt, entwickeln tun wir im Shared Space und konsumieren tun wir im Managed Space. Und eine App öffnen tut man einfach, indem man hier auf diese Kachel draufklickt. Also das ist ganz einfach. So, dann wollte ich jetzt mal Ihre Aufmerksamkeit lenken hier auf den hier Ask Insight Advisor hier oben. Das ist eine Möglichkeit, mit ClickSense in natürlicher Sprache zu interagieren. Also da ist so eine Art Chatbot und den können Sie jetzt Fragen stellen in natürlicher Sprache. Dieser Chatbot, der unterstützt aktuell noch nicht die deutsche Sprache, deshalb kommunizieren wir mit ihm auf Englisch. Und wir können jetzt zum Beispiel einfach mal Help sagen und dann sagt uns hier der Chatbot, was für Fragen wir stellen können. Zum Beispiel sowas wie Show me sales by product in June oder What was the average discount in July? Und wie funktioniert das dann, wenn ich eine Frage stelle? Im Hintergrund ist dann so eine so ein Spracherkennungsmodul und die versucht dann eben passende Inhalte zu finden, worauf diese Frage
angepasst. Also insbesondere werden dann die Applikationen durchsucht, ob es da welche gibt, wo zum Beispiel Sales und Product als Feldnamen oder als vordefinierte Kennzahlen oder Dimensionen vorhanden sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eine Frage stelle, show me Sales by Product, dann bekommen wir jetzt hier, wurden jetzt die Applikationen durchsucht und es gibt hier verschiedene zur Auswahl, auf die das passt. Und dann wählen wir jetzt hier mal eine aus. Und jetzt wird im Kontext dieser Applikation die Frage beantwortet. Und wir sehen jetzt, wir bekommen jetzt hier zum einen eine Frage, eine Antwort hier. Also der Umsatz liegt bei 1,97 Millionen. Und dann bekommen wir gleichzeitig hier auch eine passende Visualisierung, die diesen Zusammenhang Umsatz nach den verschiedenen Produkten visualisiert. Und wir könnten hier jetzt mit Explore This Further in die Applikation abspringen. Oder wir könnten auch jetzt hier noch weiteren Fragestellungen nachgehen, die uns jetzt hier zum Beispiel der Bot gleich vorsteckt, was für uns interessant sein könnte. So, interessant ist auch, dass man die Frage auch sprechen kann. Hier ist ein Mikrofonsymbol. Und wenn ich jetzt hier eben mal sowas hier draufklicke und die Frage spreche, show, dann muss ich natürlich dem Mikrofon erstmal den Zugriff in meinem Browser erlauben. Show me sales by product. Ja, wir machen es nochmal. Show me sales by product. Okay, mag mich heute nicht, aber Sie können die Frage theoretisch auch sprechen. Und Sie können dann nachher eben mit dem Insight Advisor Chat einfach mal ein bisschen rumspielen und schauen, was man da so für Möglichkeiten hat. Also Deutsch ist auch geplant, das in der nicht allzu fernen Zukunft zu unterstützen als Sprache. Aber derzeit müssen Sie mit dem Bot jetzt Englisch sprechen. So, dann kommen wir jetzt zu Kapitel 3. Wie arbeitet man denn mit ClickSense Applikationen? So, jetzt gehen wir mal hier in unseren Managed Space. Wir erinnern uns, Managed Space ist, dient der Konsumierung von Applikationen. Und dann öffne ich hier mal diese Beispiel-Applikation. Und jetzt habe ich die Applikation geöffnet und eine Applikation besteht halt aus verschiedenen Bestandteilen. Einmal besteht sie aus Arbeitsblättern. Dann besteht sie aus Bookmarks, also Lesezeichen, und dann besteht sie aus Stories. Das ist, also Bookmarks und Stories sind optional. Arbeitsblätter, eine App muss aber auf jeden Fall das ein oder andere Arbeitsblatt haben. Also eine Story ist so eine Art Ad-Hoc-Report. Das Thema werden wir hier heute aus Zeitgründen nicht behandeln. So, dann gucken wir uns jetzt mal als erstes das Arbeitsblatt an assoziativer Unterschied. Hier ist nämlich schon mal etwas, was besonders an Klick ist. Und wir sehen, wir haben hier einfach mal nur ein Arbeitsblatt, das besteht einzig und allein aus Filterboxen. So, und das Besondere ist jetzt eben das assoziative Prinzip von ClickSense. Das heißt, wir können frei erkunden, wie die Daten miteinander verknüpft sind, aber auch, wie sie nicht miteinander verknüpft sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal ein Produkt hier auswählen, ich klicke das hier mal an, und dann sehen Sie, das Produkt ist jetzt, die aktuelle Auswahl ist grün hervorgehoben. Das heißt, das Produkt habe ich gerade in meinem Auswahlkontext. Und jetzt gucken wir uns mal hier die anderen Listen an und sehen, ein Teil der Daten ist jetzt weiß markiert und der andere Teil ist grau markiert. Und weiß bedeutet, die Daten sind miteinander verknüpft. Und grau bedeutet, die Daten sind nicht miteinander verknüpft. So, was bedeutet das jetzt in diesem Fall? Kunde, Produkt, weiß heißt, die Kunden haben dieses Produkt gekauft und grau heißt, die Kunden haben dieses Produkt nicht gekauft. So, und gerade diese Erkenntnis aus diesem Graubereich, also was nicht passiert ist, das ist oft besonders interessant. Hier verbergen sich nämlich oft Risiken oder aber auch Chancen. Wenn ich jetzt sehe, welche Kunden haben etwas noch nicht gekauft, könnte das ja eben eine Zielgruppe zum Beispiel für eine Marketingkampagne sein. So, wenn man jetzt hier oben mal reinklickt, dann kommt hier oben so ein 3 Pünktchen. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel die Kunden auswählen, die nicht gekauft haben, die grauen, mit Select Included. Dann ändert sich jetzt mein Auswahlkontext und ich habe jetzt eben diese Kunden ausgewählt. Und dann gucken wir mal an, wenn wir jetzt hier gucken, diese Kunden haben gemeinsam, dass sie wirklich alle nur dieses eine Produkt nicht gekauft haben. Das heißt, es gibt da jetzt kein Muster. So, und so können Sie jetzt eben die Daten frei erkunden. Wir können hier die Filter jetzt zum Beispiel ändern. Wir können hier so einfach rumklicken, hier welche rausnehmen,
Und jedes Mal aktualisiert sich das jetzt zur Laufzeit. Die Daten befinden sich ja im Hauptspeicher. Und jetzt können wir zum Beispiel gucken, welche Kunden davon sitzen zum Beispiel in Barcelona. Das ist dieser eine hier. Und so weiter können Sie jetzt hier frei Ihre Daten erkunden. Wenn wir einen Filter entfernen möchten, klicken wir einfach hier drauf. Oder wir können auch alle Filter entfernen, indem wir hier klicken. Und wenn wir den letzten Filter wiederherstellen wollen, können wir auch ähnlich wie so ein Browser-Back-Button hier drauf klicken und dann haben wir unseren Filter wiederhergestellt. So, wenn ich jetzt mir eine Auswahl merken möchte, dann können wir das hier uns als Lesezeichen anlegen und können jetzt zum Beispiel sagen, ganz bestimmte Kunden haben etwas nicht gemacht und setzen das als Lesezeichen und dann können wir später einfach dieses Lesezeichen wählen und das später nochmal besuchen. Und dann landen wir genau mit dieser Auswahl wieder auf demselben Arbeitsblatt. Also sehr einfach, um sich etwas zu merken. Und Sie können auch Lesezeichen mit, können Sie veröffentlichen und so mit anderen, anderen teilen. Oder Sie können den Link kopieren und den zum Beispiel per E-Mail verschicken. Und dann kann jemand gleich drauf klicken und kommt auch gleich auf diese Auswahl. Vorausgesetzt ist natürlich, derjenige hat entsprechende Berechtigung und muss sich natürlich auch vorher einloggen. Sonst funktioniert das natürlich nicht. So, dann verlassen wir jetzt mal hier diese Applikation. Wir gehen jetzt zurück in den Hub. Und zwar klicken wir hier oben links auf diese Pfeil nach links-Taste. Und schauen uns jetzt mal eine andere Applikation an, und zwar hier die Applikation Consumer Goods Sales. Und hier öffnen wir mal das erste Arbeitsblatt. Und wenn Sie jetzt eben in einer ClickSense-Applikation arbeiten, dann ist Navigieren und das Auswählen ist sehr intuitiv. Sie können zum Beispiel hier mit den Pfeiltasten zwischen den Arbeitsblättern hin und her navigieren. Oder Sie können Arbeitsblätter, indem Sie hier diese Arbeitsblattsicht aufklappen, wenn Sie zum Beispiel eins von weiter hinten anspringen wollen, können Sie hier direkt anwählen. Wenn Sie Daten auswählen wollen, dann klicken Sie einfach in das rein, was Sie hier interessiert. Nehmen wir zum Beispiel in der Landkarte eben hier was auswählen. Wir können auch so einen ganzen Bereich markieren. Oder wenn wir uns das hier angucken, dieses Scatterplot oder Punktediagramm, dann können wir auch hier mit dem sogenannten Lasso hier einfach so Werte einkreisen. Oder wir können reinklicken und so in eine Sicht hier reindrillen. Jedes Mal wird wird das Dashboard sofort aktualisiert und wir sehen jederzeit, welche Filter gerade aktiv sind. Filter sind auch stets global wirksam. Das heißt, wenn ich jetzt auf das nächste Arbeitsblatt gehe, dann bleiben die Filter erhalten. Das heißt, Filter sind immer global in der gesamten Applikation wirksam. So, ich nehme jetzt mal die Filterung raus. Und wenn Sie jetzt etwas gerne auswählen würden, was Ihnen nirgendwo als Auswahlmöglichkeiten angeboten wird, können Sie hier auch die intelligente Suche Smart Search nutzen. Klicken hier auf dieses Lupensymbol und geben dann einen Suchbegriff ein. Zum Beispiel Retail Supermarket. So, und jetzt wird die gesamte Applikation durchsucht, und zwar der Datenbestand. Und dann bekomme ich hier sehr schnell ein Ergebnis. Die Daten sind ja entsprechend indiziert für schnelle Suche. Dann klicke ich hier drauf und schon habe ich die beiden Sachen selektiert, obwohl in diesem Dashboard nirgendwo mir eine entsprechende Auswahl gezeigt wurde. So, dann wollte ich jetzt nochmal auf das sogenannte Responsive Design eingehen. Wir sind ja jetzt hier, ich bin hier auf einem Laptop. Was ist aber, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf einem Tablet oder auf einem Smartphone das nutzen? Ich schalte das jetzt mal hier um. Ich habe jetzt mal eine Größe simuliert, die in etwa ist wie ein Smartphone. Dann sehen Sie, dann passt sich das Layout automatisch an und die Elemente des Dashboards sind jetzt nicht mehr übereinander, sondern untereinander angeordnet, sodass Sie nur nicht nur vertikal scrollen müssen, aber niemals horizontal. Und zum Beispiel das Blättern zwischen den Arbeitsblättern, das ist dann hier unten. Das heißt, die Ansicht ist automatisch optimiert für das jeweilige Endgerät und Sie müssen keine separaten Dashboards für mobile Endgeräte designen. So, wir nehmen mal die Auswahl wieder raus und gehen nochmal zurück zum
ersten Arbeitsblatt und stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie analysieren etwas und finden jetzt ein Problem und wollen dem Problem auf den Grund gehen. Und hier kann Ihnen jetzt ClickSense mit seiner sogenannten Augmented Intelligence nutzen. Und wenn wir uns zum Beispiel hier mal angucken, hier gibt es in diesem Liniendiagramm Average Margin over Time, gibt es so einen Zeitraum, wo die Marge gefallen ist. Und ja, da interessiert mich jetzt vielleicht, warum war das denn der Fall? Und dann wählen wir mal hier diesen Zeitraum einfach mal aus. Also August bis Oktober 2019. So, warum war jetzt da, warum ist da die Marge da gefallen? So, und jetzt bietet mir dieses Dashboard hier aber keinen Aufschluss darüber, aber jetzt gibt es eben in ClickSense hier die Möglichkeit, dass die Augmented Intelligence von ClickSense hier die Daten der Applikation durchsucht nach Auffälligkeiten. So, und diese Funktion verbirgt sich hier hinter diesem Symbol, was hier links neben den Bookmarks ist, und zwar dem sogenannten Selection Tool. Ich klicke da jetzt mal drauf. Hier sehen wir zum einen, welche Auswahl gerade aktiv ist. Also das ist dieser Zeitraum August bis Oktober. Und dann haben wir hier rechts die Möglichkeit, uns hier Einblicke generieren zu lassen. Was heißt das? Hier wähle ich jetzt mal als erstes eine Kennzahl aus, die mich hier interessiert. Also zum Beispiel den Umsatz, weil Marge ist ja immer Umsatz minus Gewinn. Und prozentual halt eben relativ zum Umsatz. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, jetzt wird mir hier eine Erkenntnis vorgeschlagen zu Kunden. Also im Hintergrund hat jetzt ClickSense die Daten auf Auffälligkeiten untersucht, ob es jetzt hier irgendwas gibt, was hier interessant ist. So, jetzt gucken wir uns mal an. Kunde. Und was besagt uns jetzt hier diese Grafik? Die besagt, wir haben 85% der Kunden sind weiß. Das heißt, die haben in diesem Zeitraum etwas gekauft. Und 15% der Kunden sind grau, das heißt, die haben in diesem Zeitraum nichts gekauft. So, und gleichzeitig ist aber der Anteil an der Kennzahl, also dem Umsatz, der liegt aber bei 16,6%. Das heißt, die Kunden sind überproportional. Wir könnten uns hier auch gleich die Kunden hier, die Daten hier angucken, welche Kunden das sind. Oder wir können die hier auch gleich auswählen, um das genauer zu analysieren. Was aber hier wichtig ist, ist eben, dass hier die Augmented Intelligence von ClickSense von alleine, ohne dass wir da irgendwas gemacht haben, Auffälligkeiten in den Daten gefunden hat, die uns hier in dem Fall helfen können, dem Problem auf den Grund zu gehen. So, wir verlassen jetzt das Selection Tool und gucken uns jetzt nochmal das Dashboard an und schauen uns noch ein paar Sachen an, die man jetzt hier machen kann. Wenn Sie hier oben gucken, wir auf einem Diagramm, da haben wir hier so ein 3 Pünktchen. Oder auch wenn Sie rechtsklicken im Kontextmenü, das ist beides dasselbe. Hier haben wir die Möglichkeit, zum einen ein einzelnes Diagramm auf einen Vollbildschirm zu bekommen. Wenn man sich das mal etwas genauer angucken möchte, wir können das sogenannte Exploration-Menü öffnen. Da können Sie zum Beispiel die Sortierung öffnen, ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte das gerne nach Umsatz aufsteigend sortiert. Oder Sie könnten das hier ändern in diese Richtung. Oder Sie könnten hier auch etwas an den Farben zum Beispiel ändern. Also das heißt, da können Sie in gewisser Weise das Diagramm für sich ein bisschen anpassen. So, ich mache das mal alles wieder rückgängig und wir gehen jetzt weiter. Sie können sich auch die Daten anschauen lassen hier in Tabellenform anstatt dem Diagramm. Und wieder zurück zum Diagramm. Dann können wir das Diagramm im Hub monitoren, das kommt in Kapitel 9 dran. Das heißt, wenn ich das mache, dann erscheint das Diagramm direkt auf meiner Startseite im Hub und ich muss nicht in die Applikation gehen, um es mir anzugucken. Ich kann das hier mit anderen teilen. Ich kann zum Beispiel ein Bild exportieren und es mit anderen Benutzern teilen. Oder ich kann einen Link kopieren und den per E-Mail an andere verteilen. Wenn ich das hier mache, dann kann ich das hier per E-Mail verschicken. Wir müssen allerdings dazu sagen, diese Funktion funktioniert hier in diesem Tenant nicht, weil wir hier keinen Mail-Server konfiguriert haben. Also dafür muss man auf der Administrationsseite einen Mail-Server haben. Und schließlich können Sie hier auch noch einen Alert anlegen. Auch das können Sie in Kapitel 9 machen. Und man kann ein sogenanntes Snapshots erstellen. Das dient dazu, um diesen Ad-Hoc-Report, also eine Story, zu erstellen. Oder Sie können sich die Daten herunterladen, einmal das Chart als Bild, als PDF oder als Excel-Daten.
können Sie sich das hier herunterladen. Das Ganze ist auch berechtigungsgesteuert. Das heißt, da muss man die entsprechende Berechtigung haben. Und wenn ich das hier runterlade, bekomme ich dann eine Excel-Datei. So, dann war das jetzt auch der erste Teil. Das heißt, jetzt sind Sie an der Reihe und Sie können jetzt die Kapitel 2 und 3 in der Anleitung einfach mal selbstständig durchführen. Das heißt, dafür haben Sie jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit bis 20 vor. Und wenn Sie da jetzt nicht ganz fertig werden, ist das auch nicht so schlimm, weil die nächsten Labs bauen nicht darauf auf. So, dann viel Spaß dabei. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich im Chat an meinen Kollegen Matthias Anders. Helga, ich kriege jetzt gerade von zwei Teilnehmern gemeldet, dass sie keinen Shared Space oder Managed Space sehen. Vielleicht kannst du noch einmal kurz die Navigation zeigen, wie man dorthin gelangt. Und dich auch entmuten. Ja, mache ich sofort. Okay, ich teile nochmal den Bildschirm. Ich bin jetzt hier, wenn wir im Hub sind, dann gelangen Sie hier über das Explore-Menü und dann klappen Sie hier links diese Liste der Spaces auf und hier haben Sie die Liste Personal, einen Shared Space und einen Managed Space. Wenn Sie die Liste, diese Shared und Managed Spaces nicht sehen, dann fehlen Ihnen noch die Berechtigungen dafür. Die müssten wir eigentlich alle erteilt haben, aber wenn Sie da nicht sehen, dann melden Sie sich nochmal. Also Sie gehen im Hub auf Explore und dann klappen Sie hier die Liste der Spaces auf. Ich prüfe auch parallel nochmal die Berechtigungen. Müssen wir nochmal für die Spaces, müssen wir auch nochmal berechtigen eigentlich, ne? Ja. Wie können wir das sicherstellen, dass jetzt schon alle drin sind? Du musst, ich kann es ja gerade schnell machen. Du musst in den Space reingehen und dann Members und dann gucken, ob noch Leute das nicht haben. Okay, muss ich halt mal die Liste abgleichen. Kann ich auch machen, so Members. Ich jetzt hier im Managed Space bin, add jetzt da noch jemand, genau, hier sind noch welche, die noch nicht die Berechtigung haben. Ja. Das ist ein Managed Space, da nur View. Ah, Managed, okay, ja, das passt. Bei dem Shared Space. Also das kann ich jetzt noch machen, weil ich der Administrator bin. Also das heißt, das mit dem Mitglied vergeben können Sie dicht machen. Ja, okay. Das erklärt auch Herr Kistler und die Frau Germann das noch nicht gesehen. Genau, das heißt, die Leute, die sich bis gestern schon registriert hatten, da hatten wir es schon gemacht und bei denen, die sich erst heute Morgen registriert haben, da mussten wir es noch machen. So, das heißt, jetzt sollten alle die Berechtigung haben. Vielleicht noch einmal den Browser aktualisieren. Ansonsten sollte unter Explore dann auch in der Liste sollten diese beiden Spaces auftauchen. Super, schon mal eine positive Rückmeldung. So, wir haben jetzt 10.40 Uhr. Wollte ich jetzt mal hören, wie weit Sie gekommen sind. Sind Sie soweit fertig? Könnten Sie mal diejenigen, die fertig sind, mit Ja das anzeigen und die, die noch nicht fertig sind, mit Nein? Dazu in dem Zoom-Menü auf Reaktionen klicken. Und dann genau, unten rechts Reaktionen und dann wie Ja oder Nein. Okay, hier kommt auch ein Daumen hoch. Das interpretiere ich jetzt auch mal als Ja. Okay, die meisten sind jetzt, brauchen vielleicht noch 2 Minuten. Ja, wir machen noch 2, 3 Minuten. So, jetzt haben wir 10.43 Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Wie gesagt, es ist jetzt nicht schlimm, wenn Sie jetzt nicht komplett durchgekommen sind, weil die folgenden Labs bauen jetzt nicht darauf auf. Ich mache jetzt, teile jetzt nochmal meinen Bildschirm. Und wir gehen jetzt zurück in den ClickSense Hub. Und jetzt werden wir eine neue Applikation anlegen und das Datenmodell bauen. So, dazu klicken wir hier oben rechts auf Add New. Und hier haben wir die Möglichkeit, eine neue App anzulegen. Und die nenne ich jetzt mal
Also wenn Sie selber nachher die App anlegen, möchte ich Sie bitten, in den Namen einen Namen zu verwenden, so, an dem Sie eindeutig erkennen, welches Ihre Applikation ist, weil wir ja alle in dem Shared Space arbeiten. Das heißt, jeder sieht die Apps der anderen Leute, aber solange Sie die Arbeitsblätter, die Sie erstellen, nicht veröffentlichen, können die anderen Leute die Arbeitsblätter nicht sehen. So, wichtig ist hier, dass die Applikation im Shared Space angelegt wird und nicht im Personal Space, denn sonst haben Sie keinen Zugriff auf die Datenquelle. So, die Applikation wird geöffnet. Die ist natürlich jetzt noch leer, die enthält keine Daten. Und wir wollen jetzt Daten hinzufügen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist ein Skript-Editor, wo man ein Skript schreibt. Das ist für Personen, die im Skript affin sind. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz einfach das mit einem grafischen Wizard zu machen. Und der heißt Data Manager. Den nehmen wir jetzt mal. Also hier Add Data from Files and Other Sources. Hier sehen wir halt jetzt die verschiedenen Konnektoren, auf die wir hier zugreifen können. Das heißt, wir könnten hier eine Verbindung zu einem Quellsystem erstellen. Hier gibt es eine ganz lange Liste von unterstützten Systemen, wie zum Beispiel Amazon S3 oder Google BigQuery und so weiter. Wir nehmen jetzt aber eine Datendatei, die habe ich nämlich vorher schon in diesem Tenant hinterlegt. Und dazu klicken wir hier auf Data Files. Dann öffnen wir den Folder Data Files im Workshop Shared Space und nehmen dann diese Excel-Datei clicksense-workshop.xlsx. Die übrigen Dateien, die hier liegen, Country, Geo, Country Alias und so weiter, das sind geografische Lookup-Dateien, die brauchen wir nicht. Die sind halt da, damit, falls in unseren Daten geografische Informationen vorkommen, dass das ein Lookup gegen eine Geodatenbank stattfinden kann. So, ich wähle also jetzt diese Excel-Datei aus und jetzt sehe ich hier, welche Tabellen die Excel-Datei enthält und hier. Und dann sehen Sie bei jeder Tabelle eine Vorschau der, also die Liste der Spalten und eine Vorschau der Daten. Also nicht alle, sondern die ersten 50 Datensätze. So, wir wählen jetzt hier alle Tabellen aus. Nämlich Orders, Categories, Products, Customers, Suppliers und Employees. Hier unten, dieses hier nehmen wir nicht, das ist sowas Excel-spezifisches. Und wir belassen auch alle Spalten, wir wählen hier keine Spalten ab. Und dann klicken wir unten rechts hier auf Next. Und jetzt werden die Daten der Applikation hinzugefügt, also die Tabellen. Dauert ein paar Sekunden. Und jetzt sehen wir... Helga, kannst du noch einmal kurz zeigen, wo man die Excel-Datei findet? Also, dass du aus dem. Die Excel-Datei, man klickt links auf den Link Data Files und dann auf den Ordner Data Files Workshop Shared Space und da findet man dann die Excel-Datei. Steht auch in der Anleitung drin. Vielleicht kannst du es einmal noch kurz zeigen, wenn du mal auf Add Data klickst, dann müsstest du einmal in den Dialog kurz. Genau. Also hier Data Files. Und dann in diesen Ordner Data Files, Workshop, Shared Space und dann hier diese Datei durch Anklicken auswählen. Ich glaube, dann ist da links ist wichtig, dass man in diesem Dropdown-Menü Workshop Shared Space ausgewählt hat. Ja. Das stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Richtig. So, jetzt sehen wir, haben wir hier die einzelnen Tabellen des Datenmodells jeweils als so Kreise symbolisiert. Je größer der Kreis, desto größer die Datenmenge und daran erkennt man dann in der Regel relativ gut, was die Faktentabelle ist. Und wir möchten jetzt eben ein sogenanntes Star-Schema oder Snowflake-Schema daraus aufbauen. Das heißt, wo die Faktentabelle in der Mitte ist und die Dimensionen sind damit verknüpft. Und wie kann man jetzt Tabellen miteinander verknüpfen? Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Einmal manuell, indem Sie einfach das hier so hinziehen. Dann sehen Sie, hier wird es grün, aber da wird es rot. Das heißt, Categories passt zu Products. Wenn ich das jetzt hier einfach so raufziehe, dann wird die Verbindung zwischen diesen beiden Tabellen hergestellt. Und wenn ich hier auf diesen grauen Balken klicke, dann sehe ich hier unten, dass es eine Spalte gibt namens Category ID, die in beiden Tabellen vorhanden ist und anhand derer wurde jetzt die Verknüpfung erzeugt. Die Tabellen müssen nicht gleich heißen, die müssen auch keine Fremdschlüsselbeziehung zueinander haben, sondern die müssen einfach nur eine gewisse inhaltliche Übereinstimmung haben.
So, es geht aber auch noch einfacher, und zwar kann auch ClickSense automatisch uns vorschlagen, welche Tabellen man denn verknüpfen kann. Und dazu klicke ich hier auf dieses Preview All und dann werden mir hier für bestimmte Verknüpfungen vorgeschlagen. Dann kann ich auch gucken, wie werden das verknüpft. Hier gibt es Supplier-ID, Product-ID, Employee-ID und Customer-ID. Hört sich gut an. Und dann kann ich jetzt hier klicken auf Apply All. Und dann sind die Verknüpfungen hergestellt. Und wir haben jetzt unser Star- oder Snowflake-Schema, was das Ziel der Datenmodellierung ist. So, es gibt dann eben noch die Möglichkeit, eine gewisse Datenvorbereitung zu betreiben. Das machen wir jetzt aber hier im Workshop nicht, weil das sonst zeitlich nicht hinhauen würde, wo man bestimmte Transformationen vornehmen kann. Man kann zum Beispiel Sachen anders formatieren. Zum Beispiel hier sehen wir, haben wir ein Datumsformat in diesem amerikanischen Format, Monat, Tag, Jahr. Das könnte man zum Beispiel anders formatieren. Man kann Werte ersetzen, man kann die Sortierreihenfolge ändern und noch einiges mehr. Das würde aber jetzt hier heute eben zu weit führen, deswegen machen wir das nicht. Und jetzt laden wir die Daten hier und klicke hier oben rechts auf Load Data. Und jetzt werden die Daten in den Hauptspeicher geladen der Applikation und die Daten werden dabei indiziert, sie werden komprimiert und die Verknüpfungen werden hergestellt, damit wir später die Daten hier frei erkunden können. So, und wenn wir jetzt an diesem Punkt gekommen sind, jetzt können wir weitermachen und ein Dashboard machen, aber jetzt haben Sie erstmal ungefähr 15 Minuten Zeit, das nachzumachen, was ich gemacht habe. Und hier ist jetzt wirklich wichtig, dass Sie am Ende dieses Datenmodell haben, weil der Rest der Labs darauf aufbaut. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall warten, bis alle fertig sind. So, dann möchte ich Sie jetzt bitten, eben das Kapitel 4 zu machen, das Anlegen des, das Erzeugen des Datenmodells. Also wir hatten jetzt gerade bei einer Teilnehmerin noch Probleme mit der Registrierung. Das hat aber jetzt alles funktioniert. Die hängt jetzt natürlich ein bisschen hinterher, aber sie bittet darum, nicht auf sie zu warten, weil sie dann nacharbeiten möchte. Okay, geht ja heute noch den ganzen Tag. Also wer jetzt auch vielleicht das Datenmodell noch nicht ganz fertig hat, der kann ja, wenn wir später mit den weiteren Labs machen, noch an dem Datenmodell weitermachen. Ich würde dann aber sagen, dass ich jetzt eben mit Kapitel 5 und 6 anfange. Und zwar klicken wir hier auf Go to Insights. Wer jetzt schon auf Go to Sheet geklickt hat, der, ich kann das jetzt mal zeigen, der kommt hier auch dahin, wo wir wollen, indem wir hier bei oben links, Analyze Sheet, klicken wir auf Insights oder wahlweise in diesem Pop-up Go to Insights. So, und das ist jetzt der sogenannte Insight Advisor. Das ist jetzt so ähnlich wie diese Chat-Funktion im Hub, nur dass wir jetzt gleich im Kontext der App sind. Und hier können wir auch eine Frage stellen. Und zwar haben wir hier links eben das Datenmodell zur Verfügung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, Sales by Product, dann versucht er eben passende Felder zu finden. Und dann kann ich mir hier jetzt Einblicke generieren lassen. Und wenn das jetzt für mich passend ist, dann kann ich die hier zu einem neuen Arbeitsblatt hinzufügen, indem ich hier Add to Sheet und dann My New Sheet klicke. Oder ich kann natürlich auch hier einfach ins Blaue hinein mir Fragen stellen lassen, indem ich hier die Frage einfach leer lasse. Dafür muss ich jetzt erst nochmal Clear Results machen. Und hier, dann klicken wir hier auf Generate Insights ohne eine Frage, das geht auch. Und wenn da jetzt eben interessante Visualisierungen dabei sind, die für mich interessant sind, dann füge ich die auch hier diesem Add to Sheet, My New Sheet hinzu. Jetzt können wir noch ein paar weitere Visualisierungen machen. Also welche Sie ja nehmen, ist jetzt egal. Und dann gehen wir jetzt auf dieses neue Arbeitsblatt, was wir auf diesen Weg jetzt angelegt haben. Und schon haben wir jetzt ein kleines erstes Dashboard, dass wir jetzt weiter bearbeiten können. Also zum Beispiel erkläre ich jetzt mal, wie der Edit-Mode funktioniert. Wir sind jetzt hier im Edit-Mode. Das erkennen Sie daran, dass hier dieser Button oben rechts, Edit Sheet, dass der jetzt grün ist. Wenn Sie nicht im Edit-Mode sind, dann ist der weiß. Wir haben jetzt hier links das sogenannte Assets-Panel. Das ist, da haben wir Zugriff auf die Felder des Datenmodells. Das heißt, Sie können das hier sichtbar machen oder unsichtbar machen.
Und Sie können auch zum Beispiel nach Feldern in der Tabelle im Datenmodell suchen, wenn Sie das einschränken möchten. Und dann haben wir als zweites hier die sogenannten Master-Elemente. Das sind vordefinierte Dimensionen und Kennzahlen, die zum Zwecke der einfacheren Wartbarkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der einheitlichen Definition von Kennzahlen verwendet werden. Da werden wir nachher im Kapitel 7 ein paar Master-Elemente anlegen. Dann haben wir als nächstes hier die Chart-Library, die Bibliothek von möglichen Diagrammen. Hier können wir eben auf die verschiedenen Diagrammtypen zugreifen. Und schließlich gibt es noch den Bereich Custom Objects. Hier befinden sich die sogenannten Erweiterungen. Das heißt, Funktionen, die jetzt von externen Entwicklern hinzugefügt wurden. Das ist jetzt außerhalb des Scope hier für diesen Workshop. Wenn wir jetzt auf ein bestimmtes Objekt draufgehen, dann befindet sich rechts hier das sogenannte Property Panel für das jeweils aktive Objekt. Das können Sie hier oben links mit Property Panel können Sie das sichtbar machen oder unsichtbar machen. Und wenn Sie jetzt hier eben auf einem Diagramm sind, dann können Sie hier alle Eigenschaften, die dieses Diagramm hat, zum Beispiel ändern. Zum Beispiel könnten wir hier jetzt die Sortierung alphabetisch nach Produktname und nicht nach Umsatz machen. So, ganz wichtig ist jetzt hier links dieser Pfeil, der hier oben rechts neben dem Bookmark steht. Das ist der Undo, also rückgängig machen. Wenn Sie das machen, dann können Sie die letzte Änderung rückgängig machen, immer ganz wichtig. Und Sie können damit auch mehrere Änderungen nacheinander rückgängig machen, wenn Sie aus Versehen was gemacht haben, was Sie eigentlich nicht wollten. So, und auch das Dashboard selber hat ein Properties-Panel. Und wenn wir nehmen jetzt zum Beispiel mein erstes Dashboard geben, dann bekommen wir hier eben den Titel für das Dashboard. So, das war es jetzt auch schon mit Kapitel 5 und 6. Das heißt, Sie können jetzt bitte die Kapitel 5 und 6 im Lab machen. Das ist ja nur ganz kurz. Also das heißt, da setzen wir mal 5 Minuten für an, dass Sie sich einfach ein bisschen einmal mit dem Insight Advisor vertraut machen und mit dem Edit Mode. So, ich würde sagen, ich mache dann jetzt mal weiter. Und zwar geht es im nächsten Kapitel um das Thema Master-Elemente. Die haben wir hier links im Assets-Panel hier als zweitoberstes. Und wir wollen jetzt mal ein paar Master-Dimensionen und ein paar Master-Kennzahlen definieren. Die, wie schon gesagt, der Wiederverwendbarkeit und der Benutzerfreundlichkeit und um einheitliche Definitionen von Kennzahlen zu erreichen. Wir legen jetzt eben mal ein paar Master-Dimensionen an. Und da gibt es einfache Master-Dimensionen und Drill-Down-Master-Dimensionen. Also ich habe hier auf Dimensions, dann Create New geklickt. Und dann wähle ich halt jetzt einfach ein Feld aus. In dem Fall nehme ich mal das Feld Category und dann geben wir dem Namen Produktkategorie. Also in Datenmodellen haben ja Feldnamen oft englische Namen. Und jetzt kann ich der zugehörigen Master-Dimension eben eine benutzerfreundlichere deutsche Namen geben. Dann klicke ich hier auf Create und kann jetzt die weiteren Felder, die ich auch haben möchte, hier hinzufügen. Also zum Beispiel City. Also wichtig ist, Sie dürfen nicht auf Close klicken, sondern Sie müssen hier auf Create klicken. Dann nehmen wir Country, nehmen das Land, dann nehmen wir Customer, nehmen das Kunde. Sie können auch hier nach den Feldnamen suchen und dann scrollen wir mal noch ein bisschen nach unten und nehmen hier das Feld Order Date. Und hier sehen wir, gibt es die sogenannte Autokalenderfunktion. Und zwar werden zu jedem Feld, das als Datumsfeld erkannt wurde, das erfolgt automatisch im Datenmodell, werden abgeleitete Felder automatisch generiert. Und zwar zum Beispiel Jahr, Quartal oder Monat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerne das Jahr auch als Auswertungsdimension gerne hätte, dann nehmen wir hier also Jahr und Monat. Und schließlich hätte ich gerne noch Product als Master-Dimension.
und nenne das Produkt. So, und jetzt wollen wir mal eine Drill-Down-Dimension anlegen. Eine Drill-Down-Dimension definiert eine Hierarchie aus Feldern, sodass Sie von einer High-Level-Sicht auf eine detailliertere Sicht kommen, indem Sie auf einen Wert klicken. Also zum Beispiel würde es Sinn machen, eine Drill-Down-Dimension zu definieren als zum Beispiel Jahr, Quartal, Monat. Also ich klicke hier einfach auf die drei Felder und nenne das jetzt einfach mal Zeit-Drill. Oder ich könnte sowas machen wie Category und dann Product und würde das nennen Produktdrill. Dann habe ich damit eine Drill-Down-Dimension angelegt. Wenn ich hier fertig bin mit den Dimensionen anlegen, dann klicke ich auf Close und dann schließt sich hier dieses Pop-up. So, als nächstes möchte ich jetzt ein paar Kennzahlen anlegen. Dazu klicke ich hier unten auf Measures und Create New. Dann kriegt die Kennzahl einen Namen. Also wir nennen das jetzt mal Umsatz. Und dann hier unter Expression gibt es jetzt einen Formel-Editor. Da klicke ich jetzt mal drauf auf dieses FX. Und dann baue ich mir jetzt die Formel zusammen. So, und hier kann ich jetzt eben unter Field nach den gewünschten Feldnamen suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage Sales. Und dann kann ich die passende Aggregierungsfunktion auswählen, also hier in dem Fall Summe. Und dann kann ich die Formel hier so erstellen lassen. Die ist jetzt noch relativ einfach, die hätte ich auch so tippen können, aber bei etwas komplexeren Formeln ist es ganz hilfreich, dass man sich die Formel hier so zusammenklicken kann. Jetzt, wenn man hier den Formel-Editor sich anschaut, dann sieht man, dass so vordefinierte Funktionen, wie hier die Summe, die sind in blau hervorgehoben und Feldnamen sind in braun hervorgehoben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier mal was ändere und ich mache das in Kleinbuchstaben, dann sehen Sie Feldnamen, dann bekomme ich hier unten einen Fehler, Error in Expression. Das heißt, die Formel stimmt nicht und das liegt daran, dass Feldnamen in QuickSense case-sensitiv sind. Das heißt, Sie müssen sie so schreiben wie im Datenmodell und das ist hier in dem Fall eben mit Uppercase am Anfang. Ganz wichtig, Sie erkennen immer unten, ob die Formel okay ist, fehlerfrei, wenn hier unten das okay steht. So, dann machen wir legen wir die Kennzahl an, legen eine weitere an und die nennen wir jetzt Kosten. Und auch in dem Fall klicke ich mir die Formel hier zusammen, Feld Costs und Aggregierung Sum. Und dann hätte ich gern noch eine weitere Funktion und zwar heißt die Gewinn. Und was ich jetzt auch machen kann, Gewinn ist definiert als Umsatz minus Kosten und ich habe ja schon zwei Kennzahlen definiert, eine Umsatz und eine heißt Kosten. Und jetzt kann ich hier ganz einfach tippen, Umsatz minus Kosten. Und dann sehen wir, jetzt wird das hier so in blass-lila hervorgehoben. Das heißt, damit kann ich die Namen von bereits existierenden Master-Kennzahlen referenzieren. Und dann machen wir noch eine letzte Kennzahl und zwar heißt die Marge Prozent und auch die definiere ich im Formel-Editor und zwar heißt die Gewinn geteilt durch Umsatz. Das heißt, auch hier referenzieren wir wieder die bereits existierenden Kennzahlen. Ich schließe das hier unten mit Apply und dann wollte ich nochmal hier aufmerksam machen auf die, auf das die Formatierung. Es gibt so eine automatische Formatierung, aber in manchen Fällen ist es hier eben sinnvoll, schon zu sagen, wie die Zahl formatiert werden soll. Es handelt sich hierbei um eine Prozentzahl. Prozentzahlen werden in QuickSense so behandelt, dass 100% immer dem Zahlenwert 1 entspricht, also ganz genau wie in Excel. Ich kann jetzt aber hier eben durch die Angabe, dass es eine Prozentzahl ist, schon QuickSense sagen, dass das als Prozent formatiert werden soll. So, also dazu wählen wir hier Number. Und dann wählen wir hier bei den zur Verfügung stehenden Formaten die Prozentzahl mit einer Nachkommastelle. Also das ist hier angezeigt durch 12,3%. Und später, wenn wir dann die Kennzahl verwenden, wird automatisch die als Prozent formatiert. So, um jetzt den Edit-Modus zu verlassen, klicken wir hier auf Edit Sheet. Und dann sind wir aus dem Edit-Modus raus.
So, und dann haben Sie jetzt ungefähr ja, so 5 bis 10 Minuten Zeit, um hier die Master-Elemente anzulegen. Wenn Sie da nicht alle schaffen, ist auch nicht schlimm. Wichtig wäre, dass Sie auf jeden Fall mal eine 1 bis 2 Master-Dimensionen anlegen und 1 bis 2 Master-Kennzahlen. Wenn Sie nicht alle schaffen, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir warten noch eine Minute und dann machen wir weiter. Wir wollen ja auch noch ein Dashboard bauen. Vielleicht können wir ja auch ein bisschen überziehen, Sandra, dass wir, weil ich glaube, sonst wird die Zeit ein bisschen knapp jetzt. Ach so, ja, definitiv, ja. Ja, also wenn es kein Problem für Sie ist, dann überziehen wir gerne um 15 oder auch 30 Minuten, weil wir möchten ja, dass Sie am Ende auch ein Ergebnis haben. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Wenn Sie nicht alle Master-Elemente definiert haben, ist auch nicht schlimm. Sie können auch jederzeit Kennzahlen definieren oder Dimensionen verwenden als Feldnamen. Das heißt, die Verwendung von Master-Elementen ist grundsätzlich optional. Also Sie können auch einen Dashboard ohne Master-Elemente bauen. So, ich gehe jetzt, und jetzt kommt ja eigentlich das Wichtigste. Wir wollen jetzt ein Dashboard bauen. Das ist in Kapitel 8 beschrieben. Und dazu gehe ich jetzt hier oben rechts auf diese Sheet-Sicht. Und dann lege ich mir ein neues Arbeitsblatt an, klicke ich hier auf Create New Sheet und nenne das einfach mal Dashboard oder Name ist letztendlich egal. Dann klicke ich da drauf und habe hier jetzt hier ein leeres Dashboard. Dann wechsle ich wieder in den Editiermodus, indem ich hier oben rechts klicke. Und jetzt möchten wir eben ein Dashboard wirklich from the scratch ohne Hilfe des Insight Advisor erstellen. Da haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich von der Fragestellung herkomme, was ich eigentlich visualisieren möchte. Also indem ich zum Beispiel sage, ich möchte eigentlich wissen, was zu Produktkategorie und Umsatz. Das ist die erste Möglichkeit und das machen wir jetzt mal. Und dazu gehe ich jetzt hier auf die Master-Elemente. Wenn Sie die Master-Elemente nicht fertig bekommen haben, können Sie das auch mit den Feldern machen. Das geht genauso gut. Und ich ziehe jetzt einfach mal hier die Produktkategorie, weil das interessiert mich ja, auf die Fläche mit der Maus. So, und was jetzt passiert ist, dass jetzt ClickSense einen Vorschlag macht, wie man die Daten, die ich jetzt hier verwende, am besten visualisieren kann. So, ich hatte also jetzt eben die Dimension Produktkategorie hier raufgezogen und jetzt wurde mir vorgeschlagen, eben das als Tabelle zu visualisieren. Aber mich interessiert ja auch der Umsatz. Deswegen gehe ich jetzt hier zu den Master Measures und ziehe jetzt den Umsatz einfach hier so drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Und jetzt schlägt mir ClickSense vor, das als Balkendiagramm zu visualisieren. Weil das ist jetzt einfach von, schlägt ClickSense vor, dass das die beste Art ist, das zu visualisieren. Wenn das für mich nicht passend ist, dann kann ich hier oben rechts bei diesen Chart Suggestions auf einen anderen Chart-Typen wechseln, zum Beispiel ein Kreisdiagramm. Aber ich möchte eigentlich gerne das Balkendiagramm behandeln. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück auf das Balkendiagramm. So, wir sind jetzt hier in einem vereinfachten Modus hier. Und zwar sehen wir, dass dieser Schieberegler Chart Suggestions oben rechts in dem Properties Panel, der ist angeschaltet. Das heißt, da schlägt ClickSense vor, wie etwas am besten visualisiert werden kann. Und hier habe ich auch nur wenige Einstellmöglichkeiten. Wenn ich aber diesen Modus hier verlasse, indem ich diesen Schieberegler umstelle, dann komme ich in den Advanced-Modus und ich kann dann alle Eigenschaften des Diagramms verändern. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, ich hätte gern die Sortierung nach Umsatz aufsteigend. So, wir gucken uns jetzt mal an, was es für einen Unterschied das macht und wie ClickSense den Kontext berücksichtigt. Was nämlich passiert, wenn ich anstelle der Produktkategorie als Dimension das Land nehme? So, was passiert dann? Jetzt haben wir es ja mit geografischen Daten zu tun und hier schlägt ClickSense jetzt vor, dass man geografische Daten natürlich am besten auf einer Landkarte visualisiert. Und wenn ich jetzt hier auch die Kennzahl, also zum Beispiel den Umsatz einfach hier so raufziehe mit der Maus, dann wird mir vorgeschlagen, dass ich das nach dem Umsatz einfärbe. Also einfacher geht es nicht. Das heißt einfach die Dimension, die Kennzahl, die Sie interessiert, auf die Fläche ziehen. Und wenn dann der Diagrammtyp für Sie nicht passend ist, einfach in den anderen Diagrammtyp ändern. Und wenn Sie dann noch was ändern wollen an den Einstellungen, dann machen Sie hier die Chart Suggestions weg und dann können Sie das Diagramm komplett beeinflussen. So, jetzt kann man natürlich aber auch ein Diagramm wirklich von Grund auf erstellen und dafür nehmen wir hier die Chart Library.
Hier haben wir ungefähr 20 verschiedene Diagrammtypen, die Sie verwenden können. Wir haben schon gesehen Balkendiagramm. Wir haben jetzt schon eine Landkarte. Vielleicht will ich aber auch mal ein Liniendiagramm machen. Also ziehe ich jetzt hier das Liniendiagramm auf die Fläche. Ich gebe dem jetzt mal etwas mehr Platz. Also die Größe können Sie ganz einfach verändern, indem Sie hier mit der Maus so ziehen. Und hier unten rechts sehen Sie auch, wie groß das Diagramm ist. Wir haben ja hier so ein Gitter zu tun und das Gitter ist 24 Kästchen breit und 12 Kästchen hoch. Also in dem Fall haben wir hier unten 24 mal 6. Das heißt, es nimmt die ganze Breite ein und die Hälfte des Dashboards in der Höhe. Und dann kann ich hier jetzt die gewünschte Dimension und die gewünschte Kennzahl hinzufügen, indem ich hier auf Add klicke. Da nehmen wir jetzt mal Bestelldatum. Wenn Sie es vorhin nicht geschafft haben, die Masterdimension anzulegen, dann können Sie auch hier unten, indem Sie hier unten scrollen, ein einzelnes Feld nehmen, in dem Fall das Feld Order Date. Also es ist nicht schlimm, wenn Sie die Masterdimension nicht haben. Ich nehme jetzt eben mal die Masterdimension Bestelldatum. Und als Kennzahl nehmen wir jetzt den Umsatz. Wenn Sie hier nicht das geschafft haben mit den Master-Elementen, dann können Sie auch hier noch die Kennzahl definieren in dem Formel-Editor, genauso wie ich es vorhin gezeigt habe. So, also ich nehme jetzt mal die Kennzahl Umsatz. Und der Unterschied jetzt zu vorhin ist, dass ich jetzt schon in diesem Modus, in diesem Advanced-Modus bin, wo ich die Eigenschaften des Diagramms beeinflussen kann. Also ich kann ihm zum Beispiel einen Titel geben. Und ich kann hier unter Appearance auch das Aussehen verändern. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich hätte hier gern so eines, wo die Fläche ausgefüllt ist, wo die Punkte angegeben sind oder wo ich statt einem hier unten als Scrollbalken ein Mini-Chart lieber ein Scrollbalken habe. Also hier gibt es einige Einstellmöglichkeiten, wie Sie hier das Aussehen des Diagramms verändern können. Grundsätzlich haben die meisten Einstellungen immer so einen automatischen Modus und wenn zum Beispiel hier wie bei den Farben, wenn das für Sie nicht passend ist, dann können Sie das hier umstellen auf Custom und dann können Sie hier eben verschiedene Farboptionen, also zum Beispiel können Sie eine andere Farbe nehmen oder nach einer Kennzahl oder nach einer Formel einfärben. Wir lassen aber mal hier den automatischen Modus. Und jetzt fehlt eigentlich in unserem Dashboard jetzt eigentlich noch ein bisschen ein paar Kennzahlen. Und einen Filter, dafür mache ich jetzt mal hier so ein bisschen Platz, verschieben wir das nach unten, so dass wir jetzt hier oben noch 3 Kästchen Platz frei haben. Und dann machen wir jetzt eben hier die Kennzahlenobjekte und da können wir hier einfach dieses KPI-Objekt machen. Das soll 2 Kästchen hoch und 6 Kästchen breit sein. Da nehmen wir jetzt hier den Umsatz und das Ganze wiederholen wir jetzt noch mit den anderen vorhin definierten Kennzahlen. Kosten, dann der Gewinn. Und schließlich die Marge. Und hier sehen wir, dass jetzt die automatische Formatierung, ich hatte ja vorhin bei der Kennzahlendefinition angegeben, dass das als Prozent formatiert werden soll. Das heißt, deswegen habe ich das jetzt hier automatisch richtig, während bei den anderen Kennzahlen, da habe ich das nicht gemacht. Da wird jetzt hier die automatische Formatierung genommen, die kann ich aber auch ändern, indem ich das hier abschalte. Ich klicke hier auf die Kennzahl, dann klicke ich Master Measure Formatting, schalte ich ab und dann kann ich hier auch dieselben Formatierungsoptionen wählen. Also zum Beispiel kann ich das hier als Money machen, wenn ich das möchte. Und zu guter Letzt hätte ich gerne noch ein paar Filtermöglichkeiten zum Auswählen. Da ziehe ich jetzt hier ein Filter-Pane-Objekt hier oben hin und machen wir das mal auf die volle Breite. Und dann kann ich hier die gewünschten Filterdimensionen auswählen. Auch hier kann ich, falls ich das nicht geschafft habe, die Master-Dimension vorhin fertig zu definieren, stattdessen auch die zugrunde liegenden Filter nehmen. Ich nehme jetzt hier mal Jahr. Dann nehmen wir Monat. Dann nehmen wir Produkt und Kunde, Land und Stadt. Also welche Felder wir hinterher nehmen, ist letztendlich egal. Und jetzt ist unser Dashboard fertig. Ich habe jetzt den Editiermodus verlassen und wir können jetzt mit unserem Dashboard arbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gern die Sicht auf das Jahr 2021 für diese drei Kunden.
Und vielleicht noch eingeschränkt auf den Monat März. Und schon kann ich mit meinem Dashboard arbeiten. Und fertig ist eben mein Dashboard. Und Sie haben jetzt noch, also wir müssen jetzt leider ein bisschen überziehen, weil es doch ein bisschen länger dauert als 2 Stunden. Aber ich möchte natürlich gerne, dass Sie jetzt hier auf jeden Fall Ihr eigenes erstes Dashboard bauen. Deswegen würde ich sagen, wir geben Ihnen jetzt 20 bis 25 Minuten Zeit, hier dieses Dashboard nachzubauen. Und sollten Sie eben bei den vorherigen Kapiteln ein bisschen hinten dran sein, können Sie das jetzt auch noch vielleicht noch kurz nachziehen. Und wenn Sie Fragen haben, wie immer, einfach gerne im Chat. Es gibt noch eine Frage zum Thema Autokalender und Vorjahreswerte bzw. Vorjahresvergleiche. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht einmal kurz die Kalenderfunktion zeigen möchtest. Passt das hier rein oder willst du das nachlagern? Also das heißt bezüglich hier dieser vordefinierten Autokalenderfunktion? Genau, diese Kalenderkennzahlen, ja. Ich teile nochmal meinen Bildschirm. Kann ich gerne nochmal, jetzt ist meine Session ausgelaufen, mich neu einloggen. So, ich gehe nochmal in den Edit-Modus. Und hier zu den Master-Items. Und wenn wir hier eben das Feld Order-Date nehmen, hier gibt es auch so Funktionen, die mal hier ganz nach unten scrollen, zum Beispiel in MTD, in Month-to-Date. Also ist das Datum in diesem aktuellen Monat? Und zum Beispiel gibt es auch sowas wie Years Ago, Quarters Ago oder in Year to Date gibt es auch. Ich meinte eigentlich die Kalenderkennzahlen. Wenn du mal einen Rechtsklick auf ein Kennzahlenfeld machst in der Feldliste. Ach so, okay, in der Feldliste. Und hast du mal Sales zum Beispiel raus, machst mal einen Rechtsklick drauf. Meinst du jetzt hier Order Date? Nee, dann geh mal auf Sales zum Beispiel. Jetzt so das Thema jetzt vergleichen mit dem Vorjahr, das wäre jetzt ein bisschen out of scope für einen Anfänger-Workshop, aber wir haben ja demnächst auch noch einen fortgeschrittenen Workshop, wo dann auch etwas Themen für Nicht-Anfänger behandelt werden. Du musst wirklich Rechtsklick drauf machen auf das Feld. Also nochmal in den Motor nicht füllen. Oh, das meinst du, ja. Das meine ich, ja. Ach so, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Einmal nur den Dialog zeigen, damit es ja ersichtlich. Ja. Klick doch mal bitte drauf, dann kann man einmal den Dialog zeigen. Das heißt, hier kann man eben so gleich so bestimmte Year-to-Date-Sachen automatisch anlegen. Wäre jetzt aber ein bisschen out of scope eigentlich für einen Anfänger-Workshop, deswegen haben wir das Thema jetzt nicht behandelt. Aber Sie könnten jetzt hier eben direkt hieraus eine Master-Kennzahl anlegen. Das kann man auf Jahresebene machen. Time Range kann man auch auswählen und dann haben wir nochmal andere Funktionen. Also zum Beispiel Sum Sales Year to Date könnten wir uns jetzt hier anlegen lassen. Und haben dann eben hier eine neue Master-Kennzahl, die jetzt hier entsprechend schon den passenden Ausdruck enthält, wie wir in Year to Date machen. Also es sind Arbeitserleichterungen im Grunde. Okay, es ist jetzt 8:15. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle so weit, dass Sie ein Dashboard haben, was so oder so ähnlich aussieht wie das, was ich jetzt hier gemacht habe. Und zum Schluss würde ich jetzt gerne noch die Sachen zeigen mit dem Chart Monitoring und ein Alert definieren. Chart Monitoring, wenn ich jetzt hier auf Rechtsklick auf einen Chart gehe, dann können wir einfach sagen, Monitor in Hub. Und dann nenne ich das jetzt einfach mal Helgas Landkarte. Und wenn ich dann im Hub bin, erscheint das hier eben unter den Charts, dann erscheint es auf meiner Startseite. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Home-Screen hier oben. Wenn ich dann nach unten scrolle, sehe ich dann hier unten unter Your Charts das Chart gleich auf der Startseite. Sie können auch den Hub sich so anpassen, dass Sie zum Beispiel sagen, wenn Sie diese Charts ganz oben haben möchten, können Sie das hier unter Customize
Your Home entsprechend anpassen, wo Sie jetzt was haben möchten. Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Applikation, die wir vorhin gebaut haben. In meinem Shared Space. Wo ist sie jetzt? Jetzt muss ich mal nach Helga suchen, damit ich meine App auch finde, weil wir jetzt so viele App haben. So, da haben wir dann meine App vorhin. Und jetzt würde ich gerne noch einen Alert anlegen. Ein Alert ist eine Warnung, die mich automatisch benachrichtigt, wenn ich eben wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Also zum Beispiel, wenn etwas mit den Kennzahlen nicht in Ordnung ist, dann kann ich eine automatische Nachricht bekommen. Also wir nehmen jetzt mal hier das Landkartenobjekt und jetzt gehe ich hier auf Create Alert und ich würde gerne wissen, welche Länder haben weniger als 5.000 Umsatz gemacht. Dann brauche ich hier eine Kennzahl, füge ich hier mit Add Measure hinzu. Dann nehmen wir jetzt Umsatz. Und dann wüsste ich ja gerne, dass pro welche Länder das sind. Dafür muss ich jetzt eine sogenannte Drill-Down-Dimension hinzufügen. Und dafür gehe ich hier auf Refine Your Data und dann Show by Dimension und dann nehmen wir hier die Dimension Land. Dann nehmen wir Next. Wählen dann als Kennzahl für die Bedingung Umsatz aus. Als Operator less than. Und dann nehmen wir hier Value. Das heißt, das ist eine einfache Bedingung, wo ich die Kennzahl mit einem festen Wert vergleiche. Und geben hier als Wert 5.000 an. Und dann bekommen wir hier schon mal eine Vorschau angezeigt, welche Werte das sind. Das könnte sich natürlich mit einem Reload der Daten auch ändern. Und dann kann ich meinen Alert anlegen. So, dann gehen wir jetzt hier auf Open Your Alerts, gehen wir in den Hub und können jetzt den Alert einmal prüfen lassen. Und dann gehe ich hier auf diese rechts, diese drei Pünktchen und dann machen wir jetzt hier Evaluate Now. Und dann sehen wir hier jetzt oben rechts hier an diesem Glöckchensymbol kommt jetzt die Benachrichtigung, dass der Alert getriggert hat. Das heißt, der wurde jetzt ausgelöst und wir sehen, Norwegen und Polen haben weniger als 5.000 Euro Umsatz gemacht. So, das war jetzt der Inhalt des Workshops. Ich würde Ihnen auch gerne noch verweisen, ganz am Ende von der Anleitung, ich wechsle da gerade mal drauf hin, stehen noch ein paar Inhalte, wo Sie gucken können, was Sie machen können, wenn Sie weiter sich informieren möchten. Also, als erstes können Sie die Applikation, wenn Sie die mitnehmen möchten, exportieren. Und falls Sie die nochmal später wiederverwenden wollen in einer anderen Umgebung, können Sie eben die App, indem Sie auf diese drei Pünktchen hier gehen, bei der App, auf der Kachel und dann Export with Data nehmen. Und dann bekommen Sie eine Datei mit der Endung QVF und die können Sie in anderen QuickSense-Umgebungen importieren, wenn Sie damit noch arbeiten möchten. So, dann können Sie auch, wenn Sie QuickSense mal etwas länger ausprobieren wollen, einen kostenlosen Trial machen von QuickSense Business. Und zwar können Sie das auf unserer Webseite sich kostenlos registrieren und dann für 30 Tage das kostenlos ausprobieren. Es gibt zwei Cloud-Angebote. Das eine heißt QuickSense Business und QuickSense Enterprise. Der Workshop wurde auf einem QuickSense Enterprise Tenant durchgeführt und QuickSense Business, da stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung. Dann gibt es ein Online-Trainingsangebot und zwar heißt das Click Continuous Classroom. Da können Sie eben selber die Inhalte nutzen. Da sind einige kostenlose Angebote dabei, aber auch kostenpflichtige. Da können Sie zum Beispiel abonnieren und dann haben Sie auch Zugriff auf alle kostenpflichtigen Inhalte. Aber schauen Sie gerne mal rein. Es gibt auch eine Menge kostenlose Inhalte, wie zum Beispiel Lernvideos oder Übungsaufgaben.
Dann gibt es in der Hilfe, also help.click.com, gibt es auch Inhalte zum Onboarding und zum Getting Started, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Das ist alles kostenlos. Dann finden Sie auf demos.click.com ein paar Demo-Applikationen für verschiedenste Use Cases und Branchen, die Sie sich mal anschauen können. Sie können sich auch gerne in der Click Community anmelden, also auf community.click.com. Das ist ein öffentliches Portal, wo Sie halt Fragen stellen können, wo Sie viele Informationen finden können und Fragen stellen können, wenn Sie Hilfe brauchen. Und dann bieten wir natürlich auch von einem Trainer durchgeführte Schulungen an, die Sie buchen können. Aktuell werden die aufgrund der Pandemie natürlich nur virtuell durchgeführt, aber sobald das wieder möglich ist, werden wir die auch in unseren Schulungszentren wieder vor Ort anbieten. Und als registrierte Kunden haben Sie auch Zugriff auf das Support-Portal, wo Sie Support erhalten können, wenn Sie ein Problem haben, oder hier können Sie auch auf eine Knowledge Base zugreifen. Sie können jetzt gerne eben noch für den Rest des Tages diesen Tenant nutzen und zum Beispiel auch noch hier die Alerting- und Chart-Monitoring-Funktion ausprobieren, oder falls Sie mit den Übungen nicht fertig geworden sind, da würden wir uns freuen, wenn Sie den Rest des Tages noch nutzen. Ansonsten danke ich mich da schon mal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Mitarbeit. Ich sehe, hier sind auch noch ein paar Fragen im Chat eingerichtet. Die hat der Kollege auch alle schon beantwortet. Und ja, wenn keine Fragen mehr sind, ansonsten können Sie uns auch gerne hier eine E-Mail schicken. Und da blende ich gerade noch mal hier unsere E-Mail-Adressen ein. Helga.wandel@click.com und Matthias.anders@click.com, Matthias mit Doppel-T, wenn Sie noch im Nachgang eine Frage haben. Und ansonsten bieten wir auch denselben Workshop im Juni nochmal an. Das machen wir, weil es halt sehr viele Anmeldungen gab und wir die Teilnehmerzahl auf 20 beschränken wollten. Und deswegen bieten wir den Termin nochmal im Juni an. Okay, super. Dann sind wir ja am Ende, wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe, Helga. Ja. Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann auch von meiner Seite danke, dass Sie heute so zahlreich teilgenommen haben. Wir haben ja die Session auch aufgenommen. Sie werden heute oder beziehungsweise morgen im Laufe des Tages dann eine E-Mail von uns bekommen mit der recordeden Session, damit Sie es sich nochmal selber anschauen können. Genau, falls noch Fragen sind, Sie haben auch die allgemeine E-Mail-Adresse dach@click.com, da können Sie uns auch jeweils immer hinschreiben. Ich werde es dann auch dementsprechend weiterleiten. Und dann würde ich sagen, allen noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ich beende dann jetzt die Session. Auch von meiner Seite. Tschüss. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.